Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Zuseher. Ja, wir sind heute hier im wunderschönen Mattighofen, der Heimatstätte von KTM. Dürfen für euch aber die neuen GasGas Enduro und GasGas Trail Modelle testen. Trail für mich selber auch neu. Ich komme aus der Motocross Enduro Ecke. Heute das erste Mal oben gesessen. Sehr spannend, sehr leibend. Ihr werdet es im Video sehen. Aber zuerst zu den GasGas Enduro Modellen. Die Bikes kommen in Kürze zum Händler, für euch dann verfügbar. Ihr seht es schon in einem schönen Rot gehalten. Motorräder gibt es Zweitakt- und Viertakt-Modelle. Die Fahrzeuge sind ausgestattet mit WB-Fahrwerk, elektronische Einspritzung, Zweitakt- und Viertakt. Gibt die Modelle in Motocross-Ausrüstung, in Enduro-Ausrüstung, Motocross haben wir jetzt noch nicht getestet, wir waren heute am Enduro-Launch. Ja, was gibt es zum Sagen? Bremsen und Kupplung sind von der Firma BrakeTech, das ist eine spanische Firma, funktionieren eigentlich annähernd wie vergleichbare Brembo-Anlagen, sehr schön zum Dosieren, auch vom Druckpunkt her, bei der hydraulischen Kupplung genau dasselbe eigentlich, sind sehr schön zum Fahren, sehr weich, vom Gefühl, vom Druckpunkt her auch sehr angenehm. Und zu den Fahrwerken kann man sagen, WB kennt man von KTM und Husqvarna, funktioniert eigentlich in der Standardabstimmung, so wie es wir heute gefahren sind, relativ gut. Wir sind hier auf der ACC-Runde unterwegs gewesen in Sollern, wer das von euch kennt. Und dann haben wir noch die Trailbikes testen dürfen, das war für mich komplettes Neuland, sehr interessant, jetzt im Vergleich zu den Enduro-Modellen ist es so, sehr langsames Fahren, sehr technisches Fahren, sehr feinfühliges Fahren, würde ich jedem mal nahelegen, der es noch nicht probiert hat, für mich selber auch sehr neu, vom Kopf her sehr intensives Fahren und ich glaube, ihr werdet es im Video dann sehen. Wir haben sich nicht so gut angestellt wie normal im Offroad, aber war eine echt super Sache. Ja, bei den Motorrädern zu den Enduro-Modellen noch. Zweitakt mit Öltank, mit der Einspritzung. Man braucht nicht mehr einen Sprit mischen. Das Motorrad kann das alles selber. Das heißt, man füllt den normalen Sprit ein, man füllt den normal das Zweitaktöl ein und das Motorrad mischt sich je nach Bedarf dieses Öl-Benzin-Gemisch selber und ihr braucht eigentlich nur schauen, dass volltankt ist und dann könnt ihr schon losfahren. Bei den Reifen haben wir Maxxis-Reifen oben, es waren heute vom Grip her sehr gut, ihr seht es also ein bisschen im Hintergrund, es war ein bisschen feuchter, erdfeuchter Boden, waren von der Performance her top. Wie gesagt, die Bikes sind in relativ naher Zukunft für euch erhältlich und Preise und Verfügbarkeiten haben wir dann für euch im Bericht drinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, das Video, abonniert uns gerne YouTube 1000 PS, gebt uns ein Like. Fragen gerne in die Kommentare. Wir versuchen alle möglichst gut zu beantworten. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Herbert. Ciao.